Nun zu den Angriffen. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was der NATO-Generalsekretär da sagt. Als er Premierminister von Norwegen war, haben wir mit ihm kommuniziert, schwierige Fragen über die Barentssee gelöst und andere auch. Im Großen und Ganzen konnten wir eine Einigung erzielen. Ich bin mir ganz sicher, dass er damals an keiner Art von Demenz gelitten hat. Wenn er von der Möglichkeit spricht, Russlands Territorium mit Langstreckenpräzisionswaffen zu treffen, dann sollte er als Leiter einer militärisch-politischen Organisation, obwohl er ein Zivilist ist, wie ich, aber er sollte dennoch wissen, Langstreckenpräzisionswaffen können nicht ohne weltraumgestützte Aufklärung eingesetzt werden. Das ist das Erste. Zweitens, die endgültige Zielauswahl und der sogenannte Flugauftrag können nur hochqualifizierte Spezialisten auf der Grundlage dieser technischen Aufklärungsdaten einspeisen. Bei einigen Angriffssystemen, wie zum Beispiel Storm Shadow, können die Flugaufträge automatisch eingespeist werden, ohne dass ukrainische Soldaten anwesend sind. Wer macht das? Es sind diejenigen, die diese Systeme herstellen und sie angeblich an die Ukraine liefern. Das kann geschehen und es geschieht ohne jegliche Beteiligung ukrainischer Soldaten. Auch andere Systeme wie der Raketenkomplex ATACMS werden auf der Grundlage von Weltraumaufklärung vorbereitet. Die Befehle werden eingegeben und automatisch an die betreffenden Bedienungsmannschaften übermittelt. Die müssen nicht einmal begreifen, was sie da